Vielen Dank auch, Frau Kommissarin, dass wir wieder die Gelegenheit zur Aussprache mit Ihnen im Ausschuss haben. Gerade in so einer wichtigen Phase, die Urban Agenda ist gerade beschlossen worden, die Ex-Post-Evaluierungen liegen vor und auch der Ausschuss hat ja gerade seine Stellungnahme auch zur Revision des mehrjährigen Finanzrahmens beschlossen. Ich darf daher gleich zu meinen Fragen kommen. Zur Urban Agenda. Natürlich ist das ein großer Erfolg, dass sie jetzt nach langer Diskussion beschlossen wurde. Das Europäische Parlament hat ja hier auch eine entsprechend positive und innovative Rolle gespielt. Wir und meine Fraktion sind ein bisschen enttäuscht über die mangelnde, verpflichtende Rolle der Einbeziehung von Stakeholdern und der Zivilgesellschaft in die Urban Agenda. Wir in der Kohäsionspolitik haben ja das Partnerschaftsprinzip, das ein sehr wichtiges ist, mit der verpflichtenden Einbeziehung von Local and Regional Authorities, Sozialpartnern, Stakeholdern, NGOs, aber auch der Zivilbevölkerung. Und soweit ich den Pact of Amsterdam gelesen habe, ist die Einbeziehung der Stakeholder ausschließlich eine Kann-Bestimmung und keine Verpflichtung. Wir sind da in unseren Forderungen als Europäisches Parlament weitergegangen und es gibt auch eine viel weitergehende Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zur Einbeziehung der Zivilgesellschaft von Februar diesen Jahres. Darf ich Sie daher fragen, wie Sie sicherstellen wollen, dass das Partnerschaftsprinzip in der Urban Agenda entsprechend umgesetzt wird und Stakeholder, lokale und regionale Authorities, Sozialpartner, NGOs und Zivilbevölkerung entsprechend verpflichtend in diesen 15 bis 20 Personen, die diese Partnerschaften augenscheinlich umfassen sollen, verpflichtend repräsentiert werden. Meine zweite Frage geht zum multianualen Finanzrahmen. Der Regi-Ausschuss hat ja eine entsprechende Stellungnahme bereits verabschiedet. Und es würde mich, so wie meine Kollegen und Kolleginnen, die vor mir schon gesprochen haben, interessieren, inwieweit Sie nun bzw. die Kommission die Ideen des Ausschusses entsprechend aufnehmen wird. Eine Idee würde mich besonders interessieren, das ist, dass wir für die Kohäsionspolitik post 2020 die Überlegung anstellen, doch beyond GDP zu gehen, also nicht mehr das GDP, also das Pro-Kopf-BIP, Bruttoinlandsprodukt, als einzige Berechnungsgröße und Basis zur Verteilung der Kohäsionsmittel heranzuziehen, sondern hier entsprechende Weiterentwicklung von Kriterien vorzunehmen, zum Beispiel soziale Kriterien im Sinn von Armut, Arbeitslosigkeitsbekämpfung oder Gleichstellung. Wir wissen ja, dass es hier entsprechend Überlegungen in der Kommission gibt. Ich habe auch, so wie mein Vorredner gesagt hat, das Interview Ihres Kabinettschefs mit großem Interesse verfolgt, der sich explizit gegen die Idee Beyond GDP ausspricht, indem er sagt, es soll nicht ersetzt werden durch andere Kriterien. Das ist nicht die Intention, nur zur Klarstellung. Es soll ergänzt werden, aber nicht ersetzt werden. Also GDP soll selbstverständlich weiterhin ein Kriterium für die Grundlage der Mittelverteilung sein. Meine letzte Frage in aller Kürze, und da schließe ich an ein Statement meiner Vorrednerin Constanze Krehl auch an, was die Verschränkung des Juncker-Plans, des EFSI-Fonds mit den Strukturfonds angeht. Das ist die Frage des Erstausfallsrisikos. Ich habe diese Frage auch schon Ihrem Kollegen Karteinen im letzten Ausschuss gestellt, leider keine befriedigende Antwort bekommen. Vielleicht können Sie hier auch eine Klarstellung vornehmen, was den Leitfaden der Kommission, der am 22. Februar herausgegeben wurde, betrifft, dass jetzt plötzlich zu unserer aller Überraschung das Erstausfallsrisiko, also der Highest Risk Tranche, plötzlich von den Strukturfonds getragen werden soll und nicht mehr vom EFSI. Ich halte das für falsch und ich bitte Sie daher diesbezüglich um eine Stellungnahme. Danke. Thank you very much. Natürlich glaube ich, dass es ein wichtiger Schritt ist. Das ist ein Instrument, an dem wir besser arbeiten müssen. Es geht um die städtische Dimension und es geht um die Städte. Und wir müssen auch von den Städten mehr fordern. Ich bin davon überzeugt, dass diese Städteagenda von Amsterdam die wichtigsten Prioritäten liefern wird für eine bessere Regulierung, für bessere Finanzierung und für besseres Know-how. Wir erwarten uns da tatsächlich konkrete Ergebnisse, auch für unsere Bürger. Ich möchte hier ganz klar das Folgende sagen.
Wir haben ja bereits über Partnerschaften gesprochen. Das ist keine Agenda, die von der Kommission angeführt wird. Das ist eine gemeinsame Bemühung zwischen den Mitgliedstaaten, den Städten, den Interessenträgern und auch natürlich den NGOs und anderen Eurocities und andere internationale Organisationen sind daran auch beteiligt. Wir alle arbeiten in einer Partnerschaft. Es geht hier um die Mehrebenenführung, Regierungsführung, die hier eine besonders wichtige Rolle spielt. Ich schätze die Rolle des Europäischen Parlaments in diesem Kontext und ich weiß, dass ohne Ihre Arbeit wir das nicht hätten erreichen können. Natürlich war das Europäische Parlament immer eine große Stütze, was die Städteagenda betrifft, wie ich es bereits gesagt habe. Über den Westfalbericht haben wir bereits viel Unterstützung erhalten. Da ging es um die Städtepolitik, auch durch die Städte, Intergroup und so weiter. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich glaube, dass das wirklich eine sehr wichtige Unterstützung war. Das hat alles dazu beigetragen, dass wir auch die Städteagenda und den Pakt von Amsterdam erreichen konnten. Das Europäische Parlament kann natürlich auch viel beitragen zur Städteagenda. Sie vertreten ja schließlich die europäischen Bürger. Was den Plan betrifft, am 24. Juni erwarten wir, dass es Schlussfolgerungen des Rates zum Thema Städteagenda geben wird. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, denn so wird die Städteagenda zum Herzstück der europäischen Aktivitäten. In der zweiten Jahreshälfte möchten wir einige zusätzliche Partnerschaften ins Leben gerufen. Sie wissen, wir haben zum Thema Luftqualität, soziale Wohnungen, Migration und Armutsbekämpfung bereits einiges ins Leben gerufen. Da wurden bereits Pilotprojekte gestartet. Wir hoffen, dass wir auch die thematischen Ziele nun nutzen können, die bis zum Jahr 2017 initiiert werden. Wir werden auch Instrumente testen. Für was neue Gesetzgebungen betrifft, werden sie quasi auf den Prüfstand stellen und wir werden uns anschauen, welche Auswirkungen das Ganze auf Städte hat. Sie wissen, dass wir auch eine Anlaufstelle vorbereiten, eine einzige Anlaufstelle vorbereiten für Städte und Interessenträger. Und das wird, so hoffe ich, ein verlässliches Instrument sein, das maßgeschneidert sein wird für dieses Thema der städtischen Initiativen. Ich bin natürlich sehr dankbar der niederländischen Ratspräsidentschaft gegenüber. Die Ratspräsidentschaft hat hier sehr viele Ergebnisse hervorbringen können, was dieses Thema betrifft. Und natürlich freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem slowakischen Ratsvorsitz. Da haben die Arbeiten bereits begonnen, auch im Rahmen des Trios. Auch Malta ist daran beteiligt. Also es geht um die Städteagenda und die städtischen Themen während der Europäischen Woche der Städte im Oktober. Hoffentlich können wir auch hier im Ausschuss für regionale Entwicklung einen Austausch vorbereiten. Wir sind bereit dazu, hier die notwendige Expertise zur Verfügung zu stellen, natürlich auch politischen Willen und Initiative. Wir möchten hier das Bindeglied sein zwischen den Bürgern, den Städten, dem ADR, dem Europäischen Parlament und so weiter, damit diese Städteagenda erfolgreich verwirklicht werden kann.